Herzlich willkommen zu einem Review der Panasonic FZ1000. Viel ist bereits über die FZ1000 gesagt, geschrieben und gezeigt worden. Aber ich muss mir stets ein eigenes Bild machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich besaß vorher die Sony RX10, war damit sehr zufrieden, verkaufte sie, weil es hieß, ein 4K-Nachfolger würde bereits 2014 kommen. Dies war aber nicht so. Und da ich unbedingt in 4K filmen und auch gute Fotos machen möchte, testete ich die FZ1000. Die FZ1000 hat zwei entscheidende Vorteile gegenüber der RX10. Filmen in 4K und das 400mm Zoom. Dank des von Sony entliehenen 1 Zoll Sensors macht sie wirklich fantastische Aufnahmen. Und an die 4K-Aufnahmen kommt nun mal eine Full-HD-Kamera nicht heran. Die Aufnahmen der FZ1000 sind derart brillant, dass sie in diesem Consumer-Bereich das Maß der Dinge ist. Die Aufnahmen sind unglaublich scharf, die Farben sehr natürlich und ihr Zoom ist wirklich atemberaubend. Auch die Fotos sind von hervorragender Qualität. Das Objektiv mit Werten von 2,8 bis 4,0 ist auch sehr gut. Die Bedienung ist einfach. Die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Das vorhandene Touch-Display vermisse ich nicht wirklich. Dumm nur, dass man beim Akkuwechsel die Stativschnellspannplatte abmachen muss. Wer mit 4K, aber auch sonst gute Aufnahmen machen will, der sollte ein Stativ verwenden. Schwenks in 4K müssen sehr langsam ausgeführt werden. Das in Kürze das Positive zur FZ1000, die von der Bildqualität in diesem Preissegment meines Erachtens an der Spitze steht. So gut die Bildqualität ist, so schlecht ist jedoch die Audioqualität. Diese ist mit Abstand wirklich die schlechteste, die ich je bei einer Kamera gehört habe. Viele schrieben darüber, dass das interne Mikro die wirklich seltsamen Innengeräusche der Kamera mit aufnimmt, aber dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht. Hört selbst. Kopfschütteln, Panasonic. Wie kann so etwas passieren? Man kann wirklich keine vernünftige Audioaufnahme machen, auch draußen nicht. Ich war derart verärgert, dass ich die Kamera zurückschicken wollte. Ich habe sie wegen der hohen Bildqualität dann doch behalten und für das Audioproblem nach einer guten Lösung gesucht. Ich hatte bereits aus früherer Zeit ein gutes externes Mikro, das Richtmikrofon Sennheiser MK400. Da es sich um ein Richtmikrofon handelt, fängt es die entfernten Geräusche wie das Vogelgezwitschere unglaublich gut ein.
Für den mobilen Einsatz ist das EduTeach ETM 006 genau richtig. Es ist klein, kann überall verstaut werden und hat eine gute Qualität. Es ist jedoch sehr empfindlich, sodass man den Mikrofonpegel besser mindestens auf minus 6 stellen sollte. So, jetzt Aufnahme mit dem EduTeach 006. Fazit: Die Panasonic FZ1000 ist zurzeit in diesem Segment die beste Kamera. Sie macht fantastische Filme und auch sehr gute Fotos. Für einen Preis von ca. 700 Euro ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzlich muss man noch knapp 50 Euro für ein externes Mikrofon ausgeben und sollte natürlich noch zwei zusätzliche Akkus dabei haben. Vielen Dank fürs Zusehen.